Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere & Co. aus Hamburg. Endlich gibt es wieder ein aktuelles, frisches Kreativprojekt von mir. Und ich habe euch ja, als ich euch die Swaps von Griechenland gezeigt habe, das habe ich hier oben unterm i nochmal verlinkt, da war ja eine Kuhkarte dabei. Und da habe ich ja den Mund sehr voll genommen und habe gedacht so, ich habe irgendwo schon mal was gesehen mit einem wackelnden Kopf, das kann ich ja mal machen. Ich habe mir gedacht, dass da ein Mechanismus dahinter steckt. Das ist hier so ein Prototyp, wo ich es einfach mal probiert habe. Ähnlich wie dieser. Aber das wackelt gar nicht so, wie ich das gerne hätte. Ich zeige euch mal eben kurz, was da für ein Mechanismus dahinter steckt. Und zwar ist das wie bei einer Kullerkarte, dass ich hier quasi der Kuh, ich habe hier mit der halben Inch Kreisstanze hier ein Loch reingestanzt, habe ein 2-Cent-Stück dahinter gesetzt mit einem Dimensionals und habe dann gedacht, so von wegen, ja, dann wird das so ein bisschen wackeln. Tut es aber nicht wirklich. Ich habe es auch nochmal versucht, ein 2-Cent-Stück auf mehr Abstand reinzubringen, aber es ist nicht das, was ich wollte. So. Und dann habe ich gedacht so, ja, dann wird das, was ich da wahrscheinlich im Internet gesehen habe, einfach so ein Wobbler gewesen sein, wie dieses hier, wo dann die ganze Kuh sich bewegt. Und der Mechanismus, der hier hinter steckt, ist so eine Sprungfeder. Die habe ich mir ein bisschen eingekürzt und zurechtgeschnitten, damit man sie hinter der Kuh nicht sieht. Aber sie ist definitiv zu groß für so einen Kuhkopf. Ich wollte ja aber einen wackelnden Kopf haben und deswegen habe ich mir noch was überlegt. Es funktionierte einigermaßen im Kalttest und ich will mal gucken, ob wir das heute hier hinkriegen. Also hier bewegt sich, ihr seht, dahinter ist die Feder. Wenn ich eine Bezugsquelle für diese Dinger finde, verlinke ich euch die in der Infobox. Und die Karte basteln wir zusammen. Also das ist einerseits dieser Mechanismus, den wir da einbauen wollen und dann habe ich hier noch einen Gutschein versteckt. Also wir haben viel vor, die Karte ist recht aufwendig. Ich habe ein paar Sachen auch schon vorbereitet und wir fangen einfach mal an. Ohne lang zu schnacken. So, wir fangen mal mit dem Hintergrund an. Da habe ich den Hintergrundstempel Buffalo Check, mit dem ich relativ selten gearbeitet habe, weil ich finde das Muster an sich ganz schön, aber wenn ich stempel, habe ich immer das Gefühl, doch ein bisschen langweilig. Und ich habe immer das Problem, dass ich das nicht gerade auf mein Hintergrundpapier bekomme. Aber ich habe mir einen Trick überlegt. Ich habe hier meine Auflegekarte, die ist 13,2 x 9,2 cm groß. Und was ich hier schon mal vorbereitet habe, weil ich die Karte natürlich gebastelt habe, ist, dass ich mir auf den Stemperatus diesen Hintergrundstempel gezogen habe. Und ich habe ihn einmal abgestempelt, damit ich hier so eine kleine Orientierung habe. Und jetzt lege ich mir mein Hintergrundpapier so auf, ich kriege das Ding ja nie gerade drauf, dass ich sage, okay, das ist vernünftig ausgerichtet und dann stempel ich da einfach nochmal drüber. So, und als Stempelfarbe habe ich Rauchblau genommen. Jetzt muss ich gleich nochmal krabbeln, weil mir gerade eine Stanze runtergefallen ist. Ich bin hier nämlich wieder an meinem alten Videoarbeitsplatz. Mir ist es einfach zu warm, um oben das große Set aufzubauen und ich bin heute auch ein bisschen faul. So, Farbe drauf auf den Stempel. Und dann haben wir gleich unseren Hintergrund und vernünftig gerade positioniert. Der erste Trick für heute. So, und jetzt hole ich mal eben die Stanze, sonst macht mich das hier ganz wuschelig. So, Stanze wieder aufgehoben und wir machen hier weiter. Was ich bei dem Buffalo Check sonst immer noch habe, ist, dass wenn ich es gestempelt habe, immer denke, oh, ist ein bisschen langweilig. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Unabhängig davon, dass ich es noch geprägt habe, habe ich hier noch ein bisschen mit den Markern Striche gezogen. Das machen wir jetzt auch. Auf dieser Karte habe ich es mit Babyblau gemacht, so Ton in Ton beinahe. Und jetzt werde ich aber mal mutig sein und nehme mir Wildleder. Und jetzt ziehe ich mir, falls ich ein bisschen außer Atem bin, ich bin hier gerade ein bisschen durch die Gegend gekrochen. So, und jetzt ziehe ich mir hier Linien rüber. Nicht mittig, sondern so 2 mm immer mit Abstand. Dadurch kriegen wir das ein bisschen optisch ein bisschen schöner hin. Nicht ganz so langweilig. Denn wenn ihr mal so das Karohemd eures Mannes euch anguckt, da sind meistens auch noch mal
nicht nur die blanken Karos, sondern auch so kleine Muster nochmal mit aufgedruckt, eingewebt. So. Das machen wir jetzt hier entlang auch nochmal. Das ist mal wieder eine Möglichkeit, den Marker rauszuholen. Wenn er nicht gleich schreibt auf der Seite, stellt ihn mal 5 Minuten auf den Kopf. Dann läuft da die Farbe wieder hin in die Schreibspitze, der ist dann nicht ausgetrocknet. Also in der Regel ist er nicht ausgetrocknet. So, und so sieht es doch gleich wieder ein bisschen interessanter aus. Man könnte jetzt noch einen zweiten Strich daneben setzen, lasse ich jetzt aber. Bei der Karte, habt ihr eben gesehen, habe ich auch noch den Hintergrund geprägt und dafür habe ich genommen unsere Prägeform Lochspitze. Ich finde einfach, es macht es noch ein bisschen interessanter. Und jetzt hole ich mir mal eben die Big Shot dazu. So. Und da ich in der irrigen Annahme war, dass das eine unserer neuen 3D-Prägeformen waren, habe ich jetzt gar nicht alles Equipment mit hierher genommen, sondern ich habe hier die Grundplatte mit der Auflegeplatte und für die 3D-Prägeform haben wir neu so eine zusätzliche blaue Platte im Sortiment. Das ist eine Prägeplatte, um die 3D-Prägeform zu prägen. Ach, wie gesagt, ich habe ein bisschen geirrt, es war ein bisschen warm, aber es funktioniert auch so. Also normalerweise würde man ja bei einer normalen Prägeform die Grundplatte weglassen, die Grundplatte nehmen, diese Platte weglassen und die Prägeform zwischen zwei Acrylplatten packen. Es klappt so aber ganz wunderbar. Grundplatte, Auflegeplatte, Prägeform und dann diese neue Prägeplatte. Und wunderbar geprägt. Lockert den Hintergrund noch mal ein bisschen auf. Jetzt habe ich gedacht, schlage ich 2 Fliegen mit einer Klappe und zeige euch dann noch mal die 3D-Prägeform. Haha, Pustekuchen. So, wir machen hier aber weiter. Ich habe hier Farbkarton Wildleder in 9,5 x 13,5. Und dann kleben wir das schon mal auf. So viel vorbereiten, wie wir können, bevor wir dann an die Dekoration oder die eigentliche Karte gehen. Ist ein bisschen was aufwendiger heute. Hier ist sie. Dann haben wir hier farblich passend das Geschenkband mit Häkelbordüre in Rauchblau. Das können wir uns hier auch schon mal fixieren, bevor wir das nachher vergessen im Eifer des Gefechts. Bin ich noch im Bild? Ja, ne? Wundert euch nicht über meine Finger. Ich bin ein bisschen berupft, weil ich habe die ganze Woche hier im Keller hin und her geräumt, aufgeräumt. Neuen Arbeitsplatz eingerichtet. Was man halt so macht, wenn man prokrastiniert. So, das fixiere ich mir jetzt hier einfach nur noch mal mit ein bisschen Klebeband. Und dann haben wir das schon mal fertig. Dann können wir uns weiter widmen. Bevor wir zu Kuh kommen, ich habe ja hier eine Gutscheinkarte versteckt. Warum auch immer sie da nicht so richtig rein will. Da geht's doch. So, und das ist auf 5, das ist ein Stück Designerpapier aus dem besonderen Designerpapier Blüten der Erinnerung. Das ist ja dieses dünnere, aber für so eine Gutscheintasche lässt sich das wunderbar verwenden. Habe ich zugeschnitten auf 15 x 12 cm, in der Mitte bei 6 cm gefalzt, also nee, Entschuldigung, bei 7,5. Also das sind die 15 cm und dann einmal in der Mitte gefalzt. Und was ich ringsherum auch nochmal gemacht habe, ist auf jeder Seite 1,5 cm gefalzt. Deswegen waren das jetzt eben die 6 cm. Und daraus basteln wir uns die Gutscheintasche. Oh. Muss ich gucken, dass ich das vernünftig sehe hier.
So, ich lege es euch einmal hin, damit ihr dann seht, wie das sein soll. Und wir schlagen jetzt als erstes diese Seiten hier. Nee, diese schlagen wir als erstes ein. Und kleben die fest. Das gibt einfach einen schöneren Abschluss. Die beiden äußeren. Und die kleben wir nicht auf dem fest, sondern daraus formen wir uns die Tasche. Das heißt, da kommt auf die Holzseite das Klebemittel. Dann wird das einmal zugeklappt. Und dann passt da eure Gutscheinkarte im Idealfall, wenn man es nicht zuklebt, rein. Jetzt bin ich noch am Überlegen, wie rum ich die Tasche dann aufklebe, am besten so. So, und damit man die Gutscheinkarte auch gut rausziehen kann, habe ich aus einem Reststück aus diesem Designerpapier das ich gar nicht mit runtergenommen habe und mal eben holen muss. Also oben liegt es nicht, das heißt, es muss hier unten sein. Das ist der Grund, warum ich mittlerweile lieber oben Videos drehe. Dann schneiden wir uns das Stück jetzt einfach nochmal zu. Ist das hier? Ah, passt. So. Wir brauchen aus dem Holzpapier nämlich nochmal ein Stück, was 4 cm mal 11 cm ist. 4 mal 11. In der Mitte gefaltet bei 5,5. Passt nämlich jetzt genauso um diese Gutscheinkarte herum. Und diesen Tag zum Herausziehen habe ich gemacht aus einem Stück Farbkarton in Rauchblau, was ich mir hier so ein bisschen einfalte. Dann das Etikett, was ich euch namentlich einblende, dessen Namen ich mal wieder vergessen habe. Oh Mann, ich bin heute echt vor... Es ist die Hitze. So, und das schiebe ich jetzt mit der Falzkante fast bis zum Ende, sodass hier drüben nur noch so ein Hauch übersteht. Guckt, dass das einigermaßen gerade ist. Da soll es ein Stück nicht stanzen. Ein bisschen Muckis, weil wir müssen durch zwei Lagen durch. Und jetzt schneide ich mir das noch ein bisschen ein. Wir haben hier die geschlossene Seite. Ein beherzter Schnitt. Und auch hier schneide ich gerade. Und schon haben wir einen wunderbaren Tab. Karteireiter, wie auch immer man das nennt. Kann man hoffentlich gut erkennen. Und das klebe ich mir jetzt. Ups. Damit dran. Verschließe damit quasi diese Manschette. Und kann dann da meine Gutscheinkarte reinstecken. Hier reinstecken und kann sie dann da quasi rausziehen. Und wenn ich es lieber den Tab, also diesen Karteireiter ein bisschen höher hätte, dann habe ich ja da ja meine Manschette. Und so kann ich das wunderbar verstecken. Das Element haben wir auch fertig. Wir haben heute viel zur Erklärung hier mit dabei. Ich möchte es nachher aber gerne so reinstecken. So. Das können wir also auch schon mal mit aufsetzen. Das klebe ich, glaube ich, auch mit Flüssigkleber einfach fest. Der Kuh widmen wir uns gleich. Keine Panik.
Ich habe noch ein bisschen Dekoration. Eigentlich hatte ich den Coupon auch schon fertig. Da müssen wir jetzt improvisieren, hilft nichts. Ich renne nicht nochmal hoch. Ich nehme mir das Stempelkissen in Espresso und das Stempelset natürlich coole Grüße, mit dem arbeiten wir heute. Und da habe ich diesen Coupon für dich. Passt ganz gut. Weil wir verschenken ja einen Gutschein. Bisschen verwackelt. Da gucken wir einfach mal. Bleistift. Und ich sage noch am Anfang, ich habe viel vorbereitet, damit es uns nicht auffällt, genau. Das Gänseblümchen, das ist ja das mittelgroße Gänseblümchen, das habe ich in Safrangelb gestempelt mit dem Stempelset Gänseblümchen Glück. Und da haben wir ja die neue Stanze, das mittelgroße Gänseblümchen. Und das habe ich mir zweimal ausgestanzt, übereinander gesetzt und das kann ich mir jetzt zusammen hier aufkleben. So, einmal zurechtruckeln. Ich bin noch nicht wieder so richtig drin im Bastelmodus. Ist auch einfach, das kennt ihr bestimmt auch, es ist im Moment einfach ein bisschen warm zum Basteln. Ein bisschen zu warm. Aber hilft ja nichts. So, die Blätter, da habe ich hier Farbkarton in Gartengrün. Nee, grüner Apfel. Ihr kennt mein Problem mit dieser Farbe. Ich sage immer grüner Gartengrün. So. Das setzen wir erst einmal hier unten drunter und dann widmen wir uns der Kuh. So kann man die Karte im Prinzip auch schon verschenken, ne? Die können wir gleich auf die Grundkarte setzen, weil alles, was wir jetzt brauchen oder machen, da brauchen wir die Grundkarte nicht mehr mit. Da habe ich hier Farbkarton in Rauchblau, zugeschnitten auf 29 cm mal 14,5 und mal 10,5 und gefaltet bei 14,5. Das ist unsere Grundkarte. Das ist die Grundkarte und jetzt setzen wir noch unsere Kuh da drauf. Die habe ich schon mal vorbereitet. Also die habe ich auf flüsterweißem Farbkarton gestempelt. Stempelset coole Grüße, logisch, ne? Zweimal mit Memento Stempelfarbe und koloriert habe ich das dann mit Alkoholmarkern. Und zwar habe ich Safrangelb für den Schopf. Dann habe ich Blütenrosa. Da habe ich jetzt, der andere liegt hier versteckt. Blütenrosa für die Schnüss, dann habe ich Elfenbein für die Hufe, Babyblau für die Glocke, da könnte man dann auch, ich weiß gar nicht, gibt es das auch in Rauchblau, und dann habe ich hier noch Bronze für die Kuhflecken und falls ich es brauche, noch den Blendestift. Zweimal aufgestempelt, einmal die Kuh komplett
ausgeschnitten. Die kommt dann nachher da oben hin. Und einmal nur den Kuhkopf. Und jetzt gehen wir an den Mechanismus und ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe hier ein Stück Blumendraht und zwar sehr dünnen. Also nicht so einen sehr starren, sondern ich habe hier einen sehr dünnen. Es könnte auch mit Bindedraht funktionieren. Also man braucht einen sehr dünnen, nicht allzu starren Blumendraht. Man sieht ihn hier fast gar nicht. Und den wickel ich mir jetzt über einen Stift. 1, 2, 3, so 4 Mal. Oben habe ich mit einem Bleistift gearbeitet. Das ist hier wahrscheinlich ein bisschen zu groß. Zu dick. Moment. Mal gucken, ob das auch mit einem kantigen. Ja. Funktioniert gut. Dann habt ihr da wie so eine kleine Feder. Und ich denke, mir reichen 3 Spiralen aus. Kürze ich mir den Draht ein bisschen ein. Und das, was ich jetzt mache, ist, ich nehme mir die Stempel- und Perforiermatte. Dann gibt es für den Aufhebhelfer ja auch diese Perforierspitze hinten. Die habe ich immer nicht montiert. Und jetzt sind wir mal so frei und stechen hier ein Löchlein rein. Und das machen wir nur bei der vollständigen Kuh. Weil hier wäre es ein bisschen doof. Für diese Kuh können wir ein Stück flüsterweißen Farbkarton nehmen, auch perforieren und mit der halben Inch Kreisstanze einen Kreis ausstanzen. Dann haben wir hier unsere Feder. Die ziehe ich mir hier durch das Nasenloch. Ist ja im Prinzip auch gar nicht so verkehrt, weil Kühe sind ja auch gerne mal gechippt. Obwohl, ich glaube, das macht man nicht mehr, dass man Kühen oder Bullen einen Ring durch die Nase zieht. Ich glaube, das ist auch ganz gut so. So, das fixiere ich mir mit einem Glue-Dot, damit mir das nicht wandern geht. Noch ein bisschen positionieren. Das ist ein bisschen fummelig, aber es lohnt sich. So, so sieht das Ganze jetzt von hinten aus. Damit ist der Draht fixiert. Und die andere Seite fummeln wir uns hier durch dieses Löchlein. Da müssen wir gucken, dass der Draht. Wir dürfen natürlich nicht über unser Kopfmotiv hier hinausrutschen. Auffädeln. Auch wieder mit einem Glue-Dot fixieren. Und ich setze mir da gleich noch ein paar mehr drumherum. So, zwischenzeitlich hatte sich meine Kamera ausgestellt. Aber ihr seht, ich habe das hier so durchgefummelt. Ich weiß nicht, wo sie stehen geblieben ist. Aber ich glaube, es kann noch nicht so lange her sein. Habe den Kreis mit Glue-Dots zugepflastert. Ich hoffe, man kann das erkennen. Und da kommt jetzt der Kuhkopf drauf. So. Und was man jetzt machen kann, ist dünn, dünn. Es wackelt nicht so schön wie die andere Feder, aber man kann hier den so ein bisschen wackeln lassen. So, und jetzt kleben wir die Kuh da oben auf. Und dann Kopf kriegt sie ein Dimensional.
Und ansonsten fixieren wir sie. Ich aase mit meinem Klebemittel. Nur hier unten an den Füßen, damit sie da ein bisschen Stabilität hat. Die sitzt hier quasi auf dieser Gutscheinkarte. Es bringt durchaus was, die Trägerfolie vom Dimensional abzuziehen. Man könnte meinen, ich bastel das erste Mal. So, dim, dim. Kann man das erkennen? Ja, ist ein bisschen beweglich. Vielleicht versöhnt uns das ein bisschen mit dem nicht funktionierenden Kullermechanismus. So, und da haben wir noch ein Blatt. Soll ja auch vollständig sein. Tut mir leid, wenn ich euch jetzt hier so lange aufgehalten habe mit dem Video. Aber so ist das, wenn man nach dem Urlaub wieder anfängt. Aber ich bin begeistert, wie dieser Kopf sich bewegt. Das hätte ich gar nicht erwartet, dass es so gut funktioniert. Bim. Also, meine Idee für heute. So einen Wackelmechanismus selber gemacht. Der ist gekauft und der ist selbst gemacht. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag. Bastelt's mal nach, habt viel Spaß dabei. Hier habe ich noch meine Gutscheinlasche, die stecken wir da pro forma wieder rein. Und damit wünsche ich euch einen schönen Restsonntag, viel Spaß beim Nachbasteln, bleibt gesund, bleibt kreativ und tschüss aus Hamburg. Tschüss!